Ja. Ich mache das zum Beispiel gerne so, dass ich sage, wenn ich durch fünf teile, das ist auch so eine Kleinigkeit. Ich sage zum Beispiel, wir probieren es mal, ja, machen wir es mal so. Erstmal eine einfache Aufgabe. 35 durch 5. 35 durch 5 ist das gleiche wie 35 mal 2 und dann durch 10. Was ist das Schicke dabei? Ich sage, 35 mal 2 kann man relativ leicht im Kopf lösen. Das ergibt also 70. Ne? 35 mal 2 ist 70. Und durch 10 heißt, eine 0 wegbombardieren ergibt 7. Probieren wir das mal mit 125 durch 5 aus. Wird ja schon schwieriger, wenn man das nicht ganz so schnell kann. 125 durch 5. Also, 125 mal 2 ist 250. Und jetzt durch 10 teilen. Zack. Verschwinden die Nullen, ist 25. Größere Zahl. 375 durch 5. Oh, 375 meinte ich. Durch 5. 375 mal 2. 300 mal 2 und die 75 mal 2 ist 150. Das sind 750. Und 750 durch 10. Na, die Nullen fallen weg. Ergibt dann 75. Oder 4 durch 5. Wenn wir das dann mit der Kommarechnung machen, dann. Aber das könnt ihr eigentlich schon. 4 durch 5, sage ich, 4 mal 2 ist 8. 8 durch 10, ne? Also 8 durch 10 ist 0,8. Oder 1,7. 0,7 mal 2 ist 3,4. Es geht immer relativ leicht im Kopf zu rechnen, deswegen machen wir es ja auch. Es ist also 3,4 durch 10 heißt, jetzt rutscht das Komma wieder ein Stück nach vorne, also eine Stelle nach vorne, ergibt 0,34. Jo, und so weiter. Ja, 0,34. Und so weiter und so fort. Ich denke, das geht auch. Das erleichtert manchmal das Ganze, ne?